Hallo meine lieben Freunde des Geliebten Gaming, willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge im LS22 mit dem lieben Florian, einen wunderschönen Bergbauernhof-Projekt. Einmal frei. Das ist das aktuell einzige Projekt, was lacht. Naja, nach längerer Zeit mal wieder Video aus Melees. Es ist. Hat mal wieder funktioniert. Ich glaube, eine Woche ist jetzt dazwischen gelingt. Zwischen DLC-Vorstellung und jetzt. Dann haben wir Sago, in den nächsten Folgen geht es wieder normal mit unserer Hofarbeit weiter. Du jetzt auch, wie man sieht. Ich hab fett aufgelöst da hinten. Jetzt sieht man es. Das war ja, glaube ich, in der allerletzten Folge, aber das gesehen, was man so wieder gekommen bin, ist komplett free. Der Philipp ist währenddessen schon mit dem 26er Favorit und der Ultima weiter am besten. Nee, bis dato noch nicht, aber ich hab da schon mal ein wenig vorpresst. Weil ein wenig Zeit gehabt und das blende ich jetzt gleich mal schnell ein. So, ich bin da jetzt schon eine Zeit lang mit dem 26er Favorit und unserer Krone Ultima am Pressen dabei. Wie man sieht, da hinten liegen schon einige Rundballen umeinander. Da habe ich jetzt schon ein wenig vorgearbeitet, damit der Film nicht mehr ganz so viel zum Pressen hat, weil er gehört dann doch noch ein gutes Stück da hinten noch. Mache ich gerade so meine Bahnen. Und ja, Rundball ist schon wieder fertig, kann man schon wieder ablegen. Also. Da geht schon was. Ja, wo die Aufnahme jetzt gerade nicht geschnitten wird, das wird die komplett normale Folge mit rein. Also bloß ein kleiner Ausschnitt, damit man sieht, dass ich da in meiner guten Freizeit schon wegen was da hab. Beziehungsweise was weiß. Ja, es ist eigentlich vor der normalen Aufnahme. Das, was ich jetzt gerade da mache. Aber ich habe noch ein wenig Zeit, bis er da ist. Und dann haben wir gedacht, da schaffen wir ein wenig was. Ja, in der normalen Folge werde ich am Ballen vor uns, wie man wahrscheinlich von Anfang an schon gesehen hat. Dann müssen wir ablegen, sonst macht die gleich dicht und wir können kein Wort mehr aufsammeln. Ja, das meint man, das geht so schnell, aber es sind ja da. Hoppala, mehr das Schwert als man denkt. Und die Ballen haben alles super in der Ecke gelegt, so das versteht man noch, wenn ich irgendwo. Eieiei, jetzt können wir wieder eine gerade Bahn durchscheren. Den können wir ablegen. Also Ballen können wir da raus, zu legt man was. Das ist. Und die Flächen waren jetzt nicht einmal gedüngt, das muss man dazu sagen, gell? Die waren nicht einmal gedüngt. Aber ja, dann hätte ich mal sagen, hab's ja gesehen, dass ich da schon ein wenig was tue. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der weiteren Folge. So, wie man hoffentlich gesehen hat, ich habe da schon ein wenig was gemacht. 0,6 Stunden habe ich schon angefangen gehabt. Inzwischen sind es 0,7. Ja. Passt schon. So, dann fahren wir das Ganze mal da hinten rein. Boah, ich habe seit langem mal wieder meine Rundumleuchte in echt angeschlossen, gern PC. Ja, bei mir steckt die immer noch. Aha. Ja, nee, bei mir ist doch, habe ich meinen PC-Server gemacht und probiert das Kabelmanagement zu machen. Hat irgendwie nicht funktioniert. Jo mei. Und dann habe ich das alles abgesteckt gehabt, habe einen PC-Server gemacht. Hab wieder alles angesteckt und hab halt dann irgendwie keinen Bock gehabt mehr, die Rundumleuchte anzustecken. Und kurz bevor der Aufnahme haben wir gedacht, jetzt stecke ich sie mal nochmal an. Super. Ja. So, dann lade ich mal das Geschütz hier ab. Ah, der tut mir weg. So, oder la, aber wieder. Also, vorhin gerade nicht gut. So, dann wollen wir kurz googeln. Erstmal Musio machen.
Ne, das wollen wir nicht. Das wollen wir. Und zwar. Ne, Stroh brauchen wir da nicht. Dekoration. Silage. Welche machen wir denn? Haben wir 125er oder 150er? Nee. Steht das dran? Ich glaub schon. Weiß nicht. Nur da durchlatschen. 5000 Liter. Ah, oh, genau. Ah, da muss ich gleich nochmal schnell schauen. Aber ich muss eh nicht schieben. So was muss go wie win. Ich hoffe, er ist fein. Ich hoffe, er ist fein. Oh. Ja, ja, ich stimme schon wieder hin. Oh, wow. Ja, da steht auch noch alles rum. Fangen wir mal schnell hin. Dann können wir nämlich da gleich nochmal schauen. Welche Ballengräs das ist. Hier kann man doch auch irgendwo umstellen, oder? Ja. Oder geht das bei der Bretter nicht? Doch. Nochmal schon. 5000 Liter Ballen, das heißt. Ich glaube, die 125er Ballen sind. Ich kann ja, probieren wir mal alle aus und sieht mir, was nägert oder nicht. Problem gelöst. Nur aus dem Kollegen noch schnell wegfahren, dass ich da hinten reinkomme. Natürlich. Komm ich nicht rum. Ja, der Ballung ist dann doch nicht ganz so wendig. 150 cm Ball machen wir, weil der kann man gar nicht aus bei der Krone Ultima. Ja, die wird wahrscheinlich noch alle Ballengröße machen, Kino. Ja, das ist die 150er. Und die Gülver macht 125er. Aha, interessant zu wissen. Das heißt, brauchen wir zwei extra Silos oder Lager, aber wir pressen ja gerade eh nur mit der Ultima, von dem her fällt das dann flach. Komm ich immer noch nicht rum, was ist denn das? Ich glaube, ich brauche sofort auch noch schrauben, wenn ich das. Es wäre schön, wenn der Lenkachse hat. Was aber ehrlich gesagt, der Ballen, wo. Der ist also, wenn du schon dem um die Ecken rumfahren willst, dann brauchst du schon einen riesen Ausholradius, damit du rumkommst. Er bleibt jetzt mal bei uns so ein Blommertopf hinter hängen. Schaut sich dann mal so. Wegst du ihre Lenkachse oder wegen was? Nee, weil er keine Lenkachse hat, deswegen ist er voll unwendig. Ach so. Deswegen habe ich gesagt, eine Lenkachse wäre recht. So, 150er Bäume. Die Krone Ultima hat eine. Oh, hat er nicht. Nicht, Kollege. So, oh, schauen wir mal, was das Silo sagt. Krass, die Lage ist nur umbenennen. Was angewählt? Grassilage, da sind wir.
Da wollen wir hin. Ah, gucke sich das doch einmal an. Es lügt. Ist es nicht schön? Einmal freiläufig. Das heißt, die schieben wir dann alle einfach mit dem Ney. Das ist schon echt ziemlich lang dauern, da Erde. Überlegen wir es am besten noch. Und Obacht. Schweres Gerät im Einsatz. Das hat schon mal nicht so gut geklappt. Ich hab den E26 gekümmert, Kaffer. Der geht gut. Cool. Das ist zerplottert. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, wenn ich die vorhin gestreichelt habe, das kannst du die ganze Zeit da oben anlaufen. Das geht nicht. Dann mach ich die jetzt mal platt. Am Mai gibt es Hundeboden los. Sind wir schon bei den Knie aus? Hoppala. Brauchst du nicht? Ne, ich glaube nicht. Na dann. Jetzt muss ich das da so machen, weil. Der Staub liegt jetzt eure Sonne. Der Hund ist nicht ganz optimal hier. Ich weiß nicht, ob du schon mitgekriegt hast, es gibt ja für eine LS jetzt ein Feuerwehr-Einsatz-Pack. Ja, hast du mir schon geschickt, ja. Was sagen sie dazu? Gut, schlecht? Hättest du es braucht, hättest du es nicht braucht? Ich denke mal, dass da die Meinungen sehr gespalten sind. Also, für Leute, die gerne RP spielen, also realistische, also Roleplay und alles und realistisch, da ist es bestimmt nicht schlecht. Aber so für den normalen LS-Gebrauch, also so wie sie jetzt mir machen und so weiter, finde ich ehrlich gesagt unnötig. Also wirklich braucht es nicht. Da sind wir uns dann ziemlich einig. Klar wird es zwar wegen Spaß machen, aber ab und zu, wenn man zum Beispiel so sagen kann, ist es zum Beispiel jetzt in der Freiwilligen Feuerwehr, da gibt es einen Einsatz, wenn man los. Wo man halt dann alle stehen und liegen lassen muss, so wie halt in echt, aber man muss immer noch unterscheiden, es ist ein Spiel und ja. Können wir sagen mal, wenn es mal einen Mod gibt, mit so einer Ohrachse, guten alten Ohrachse-Spritzwagen mit einem Porsche vorne und jemand abfahrt. Ja. So geht was. Jetzt schauen wir mal nochmal, jetzt kommen wir mit dem Motor, jetzt glaube ich aber hinter wegen der Hehe-Schienen. Meinst du TLH? Hä? Du meinst ein TLH und dann ein Porsche davor. Ja. Also Träger-Lösch-Anhänger. Mhm. Einen guten alten.
Einer von uns im Dorf will unseren alten Anhänger umbauen, gell? Echt? Zapf Hyundai und einen Schacht für Gasflaschen und ja. Interessant. Also das sind wir jetzt so bei 250 Ballen, ne? Aber ich habe so das Gefühl, ich muss da demnächst glaube ich nochmal ein zweites platzieren. Ich denke mal, wir werden über 250 Ballen hinauskommen. Also ich bin jetzt bei 293 Ballen. Laut Zähler. Wozu wieso? Kannst gleich nochmal zwei Left platzieren. Aber wenn ich die Wiesen so anschauen könnte, schon 500 werden. Ist noch Luft nach oben, sagst du? Ja, wir müssen die eine Wiese auf. Wir haben ja die eine Wiese auch noch. Die Wiese 1 da. Also Feld 1. Unsere Stimmt. Mission, die wo. Schon abgeschlossen ist, aber alles uns gehört, wenn wir das mit der irgendwie auch noch. Mit unserem Owner eine Sache irgendwie ab. Ja, genau. Ja. Das sparten wir einfach geil zusammen und den Espressen, oder? Jo. Wenn wir die Bäume gleich stehen lassen, dann da. Bevor wir das Ganze zusammen sind, wir noch durch Geld zum Sparten anfangen, oder wie machen wir das? Das passiert nur, ich schaue jetzt erstmal, dass ich die Ballen ein wenig wegkriege, wenn er ist. Die Performance vom Server auch wieder besser. Ich merke zwar bis jetzt auch noch nichts, aber. Ich bis jetzt auch noch nicht. Ich bin bis jetzt immer noch über 60 FPS, also es geht noch. Oder warte, ich schlage mal Richtung Ballen. Nee, so schlimm ist es noch nicht. Kommt's mal mit, Kollegen. Zuletzt ist ja auch ein Trailer online gekommen für die neue Spielerweiterung in Form, was irgendwann im November, 14. November normalerweise rauskommt. Und zwar Karotten. Gyrun. Oder hätte ich auch Bock drauf, ehrlich gesagt. Da kommen ein paar neue Gerätschaften, neue Karte, ich glaube Richtung Slowakei dann und Polen, irgendwie sowas von der Landschaftsaufbau her. Also auf Gyrum hätte ich auch Lust. War mal interessant, sieht man nicht so oft. Dann kommt dann nicht das Horsch Aggravation Pack, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gibt es ja auch wohl, also aktuell, Farmcontainers ist viel vorgestellt worden. Ich war schon, gell? Ja, scheiße. Ja, leider. Warst du unten? Nee, kurz Zeit nicht. Weiß man nicht, weil ich nicht weit weg hab, weil die eigentlich fast vor der Haustür ist, aber. Ja. War verplant. Beziehungsweise ich hab's verschlafen im Baum und was? Ne. Jo. Aber bei mir war's daheim. Ah, ah. Bei mir war es irgendwie so Viertel, halber fünf in der Früh, ich so, wait a minute, wo plagen wir denn da alle rum? Ah, gehen wir mal in Haus nicht. Ja, mei. Was will ich denn machen?
Ja, nehmen wir die drei mit. Und sage ich da, wenn wir die ganzen Ballen weghauen. Mhm. Geld? Probleme haben wir dann wie es keine mehr. Wir haben mit 300 zwei Ballen. Ich glaube nicht. Jetzt sind nicht schlecht, oh. Fahren wir die Ladung auf. So, dann bringen wir die Ladung noch in den Hof rein. Aber liebe Leute, wir sind auch mit dieser Folge fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die ich niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, da kostet auch keinen Cent. Unten den roten Knopf kaufen. Wer hat es nicht getan, Glocke aktivieren, damit ihr nicht mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sind wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier im Bergbauernprojekt im LS22 zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.